Ja, hallo, hier ist Christian Hischemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es um das Thema, wie man sich selber so ein bisschen im Bein stellt und aufs Kreuz legt beim Daten und versucht aus, ja, sozusagen vielleicht toxischen Beziehungen rauszukommen und ja, gerät dann doch ja gleich wieder in Situationen, wo man dann doch wieder reinrutscht. Und das Schöne an dieser E-Mail ist, dass das ja sehr deutlich wird, wie man sich da ein bisschen selber in eins lässt, legt, unbewusst. Und naja, stay tuned. Ja, kurz vorab noch, Selbstliebe-Challenge geht nächsten Monat wieder los, der Klassiker. Und ich habe jetzt für den Monat Oktober ein Angebot begleitete Online-Kurse. Bin mich so ganz sicher, ob ihr das braucht. Das ist halt so ein Mittelding zwischen den, ja, Online-Kursen so, wo es ja auch die Kommentarfunktion und so gibt und ein bisschen Austausch ist und, ja. Dass man sozusagen Sessions bei mir bucht, das ist das andere auf der anderen Seite und dazwischen soll das quasi sein, dass es ja, dass man auch Feedback kriegt zur eigenen Geschichte und ich die Kurse nochmal erkläre und so weiter. Findest du dann auf meiner Homepage, wird erstmal nur für einen Monat Oktober. Gut, also eine Nachricht von Klitschinka. Und ich versuche die mal ein bisschen zu kürzen. Ist wirklich besser, ihr macht die Nachricht nicht ganz so lang. Das ist immer ein bisschen leichter zum Vorlesen dann. Gut. So, lieber Christian, ich bin vor kurzem auf deine Videos gestoßen. Ich bin schon seit circa einem halben Jahr dabei, mein Leben, insbesondere meine Familiensituation und meine bisherigen Beziehungen und Freundschaften zu erforschen und hinterfragen. Daher bin ich auf die Themen wie Narzissmus und Bindungsängste so viel lassen als Angst gestoßen. Gemeinsam mit meinen besten Freunden habe ich sämtliche toxische Kontakte abgebrochen, sämtliche Typen sowie Ex-Freunde blockiert und an mir selbst wie an meinen ehrlichen Freundschaften gearbeitet. So, das hast du gemacht. Und jetzt ist spannend, mit wem du dann Kontakt aufgenommen hast. Und da sieht man jetzt schön dran, wie subtil das irgendwie ist und wie man sich, also es ist auch wirklich, das geht glaube ich allen so, wie man sich da immer wieder selber in eins festlegt. Das ist echt krass irgendwie. So. Dabei hat mir ironischerweise meine Liebe zu einem verlobten älteren Mann geholfen. Was ist an diesem Satz schon off irgendwie? Für ihn wollte ich meine Vergangenheit hinter mir lassen und lernen, selbstsicherer und glücklicher mit mir selbst zu werden. Ich verstehe bis jetzt nicht, was das mit ihm war. Also, ja, also ich würde schon gleich sagen, wenn man mit jemandem Kontakt hat, der verlobt ist und der einen sich einen annähert, dann ist da schon irgendwas irgendwie ziemlich faul, ne? Meine Meinung. Aber gut, jetzt gucken wir mal, wie sich das so entwickelt hier. Das ist ganz spannend. Ich verstehe, ja, von Anfang an hatte ich eine Abneigung, fast Angst vor ihm. Warum willst du mit ihm zu tun haben? Mal gleich vorab. Der Blick, mit dem er mich ansah, erschreckte mich. Da war so eine sexuelle Ausstrahlung. Dabei fand ich ihn nicht wirklich attraktiv. Das erzählen fast alle Leute oder ganz viele Leute, die in toxischen Beziehungen sind. Eigentlich fand ich ihn gar nicht so gut. Das ist der. Man erkennt hier irgendwas Altes, Bekanntes. Das ist Chemie, ist häufig auch Vertrautheit, ne? Ich brauchte unbedingt einen Untermieter und er war der Einzige, der so spontan zusagen konnte. Wieso will jemand, der verlobt ist, als Untermieter bei jemand anders einziehen? Das ist auch so eine Frage, ne? Also wir lebten 2 Monate mehr oder weniger zusammen. Von der ersten Sekunde an war unsere Beziehung seltsam. Das wundert mich nicht. Er schrieb mir per WhatsApp, wenn er Fragen zum Zimmer hatte, anstatt mich persönlich zu fragen. Vielleicht ist das normal, aber ich bin da eher offener und würde einfach klopfen. Aber ich akzeptierte sein Prinzip. Ich wollte ihm auch nicht auf die Pelle rücken, aber war natürlich neugierig, wenn man neues WG-Mitglied war und wollte ihn kennenlernen und gab ihm Tipps für das Leben in der Stadt. Ich wollte ihm helfen, in der neuen Stadt Anschluss zu finden, vielleicht weil ich meine Erfahrung weitergeben wollte.
Oder mit seiner Zuneigung sichern, wie auch immer. So, du bist hier schon wieder voll in deinem inneren Kindprogramm. Ja, jemand, das kann man jetzt schon sehen. Sorry, jemand nicht Verfügbares verfügbar machen. Drüber, Kopf drüber zerbrechen, warum jemand sich inkonsistent verhält. Wo erkennst du das? Also dieses Offensichtliche, was ein bisschen ungewöhnlich ist an diesem Mann, gar nicht in Betracht ziehen und so weiter. Ja. Und versuche es ihm schon wieder recht zu machen. Irgendwie, das höre ich ja auch schon raus. Ne? Ach Gott. So. Das ist irgendwie meine Art, habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber wenn ich etwas durchgemacht habe, möchte ich, dass die andere Person es leichter hatte als ich. Das ist schon wieder, es hört sich so nett an, aber hört sich für mich schon wieder an nach, was du deine co-abhängigen Anteile vielleicht mal anschauen solltest. Als er bei mir anzog, war ich gerade in einer schwierigen Situation. Ich hatte ein Facebook-Experiment gestartet, ehrlich gesagt, um mein Ego zu stärken. Ja, ist wirklich großartig, diese Mail, weil man, was man jetzt richtig schon sieht, ist ja nicht nur so, dass dann die Minus, das gibt's auch gar nicht, wieso geht das nicht aus? Ist ja nicht so, dass die Minuspole keine, Problem haben mit dem Ego, die Pluspole haben genauso ein riesen Ego-Problem, ne? Das ist ja genauso angeknackst, da ist ja genauso Wunsch, das von außen zu päppeln, aber das ist die Wurzel des Übels, das ist die Wurzel des Übels, ne? Dass man immer wieder im Außen versucht zu päppeln, also insofern, es ist nicht so, dass man mal eben sein Ego aufpäppelt. Das ist genau der Punkt, der immer wieder diese problematischen Beziehungen bringt. Ne? Also, gut, wir waren beim Facebook-Experiment. So. Ich hatte heftige Zweifel an mir selbst. Ja, wie kannst du die von außen, ja, die kannst du nicht von außen. Das geht nicht. Da kannst du noch so viel dann auf Facebook, Instagram, dein Ego boosten. Wenn du das innerlich nicht machst, nützt das gar nichts. Über Facebook bekam ich massig Bestätigung, dass ich attraktiv sei und sehr begehrenswert. Ich wette, das wusstest du schon vorher. Ich brauchte einfach die schriftliche Bestätigung von all den Typen. Im Alltag nahm ich Komplimente nie an oder bezog sie immer nur auf meinen Charakter. Ich hatte große Angst, äußerlich unattraktiv zu sein. Facebook war der oberflächlichste Weg, um unabhängig von meinem Charakter Feedback zu meinem Aussehen zu erhalten. Ja, aber wissen das die Männer auch, die da schreiben, dass du sie eigentlich, mal ganz hart gesagt, benutzt für deine Anerkennung und eigentlich, ja, sowieso nie jemand zurückschreibst. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist deren Problem, ist es auch, also kannst du auch ruhig machen. Aber was bringt dir das jetzt? Es bringt dir nichts. Das wusstest du vorher auch schon, dass du attraktiv bist und vermute ich mal. Und du hast jetzt im Inneren, ist nichts passiert. Und das ist genau dieses immer im Außen das Suchen, ist die Wurzel des Problems. Ne? Ich war mir dessen bewusst und hielt eine gesunde Distanz zu dem Ganzen. Ja, und viele werden dir geschrieben haben und waren vielleicht frustriert, dass sie keine Antwort kriegen. Aber gut, das ist auch das Problem derer, die das machen dann. Bis ich irgendwann jemanden kennenlernte, der schaffte, über sexuelle Andeutungen die Distanz zu brechen. Ich wollte ihn kennenlernen. Gleichzeitig datete ich aber einen anderen Typen, für den ich einfach keine Gefühle entwickeln konnte. Was machst du hier? Jetzt datest du parallel. Für den einen hast du keine Gefühle, mit dem bist du noch gar nicht durch, datest schon den anderen. Und das ist auch, was man mal gucken, was man selber vielleicht für ein Chaos schafft. Das sind ja nicht immer nur die anderen Menschen so, ne? Ich war in einem moralischen Dilemma. Ich würde mich selbst als eher ehrlich und moralisch betrachten. Es verwirrte mich, dass ich einen Typen, den ich auf Facebook kennengelernt habe, wirklich treffen wollte und zwei Typen offen gegeneinander ausspielte. War ich das wirklich? Das ist super, dass du dich das fragst. Das sind genau die Art von Fragen, die man sich stellen muss. Nicht nur habe ich einen co-abhängigen Anteile, sondern mache ich das nicht auch? Also bin ich nicht auch manchmal auf der Täterseite? Wir wollen ja beides loswerden, ne? Ich wusste nicht weiter und fragte vorsichtig meinen Mitbewohner, ob er mir einen erfahrenen Rat geben könnte. Ich wusste, er war ja der Verlobte. Ja, du willst jetzt von jemandem Rat haben, der verlobt ist und bei dir Untermieter ist. Das ist alles absurd. Absurd. Er kritisierte mein Verhalten komischerweise gar nicht und ging auf mich ein. Das ist alles, da ist nirgendwo irgendwas wirklich Geerdetes, ne? Mit dieser Geschichte war das Eis zwischen uns gebrochen. So, jetzt holst du von ihm die Bestätigung, er von dir. Das bringt euch auch nicht weiter. Er meint, ich soll ihm alles erzählen, was ich etwas befremdlich fand.
Wir kannten uns doch nicht. Ja, dieses Gespräch war wohl auch grenzüberschreitend. Ja, woher ist für dich Grenzüberschreitung vertraut? Wieso magst du das überhaupt, ne? So. Einen Abend, bevor ich zu dem Typen fahren konnte, geschah etwas Seltsames. Irgendwie entstand durch seine Beratung zwischen uns eine seltsame Nähe. Ja, wen wundert das? So, jetzt hast du so einen Typ, der verlobt ist und mit dir anbandelt. So. Alle moralischen Zweifel von mir verwarf er. Ah, bla bla bla. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es eigentlich um ihn selbst ging. Oh, meinst du? Aber um dein Ego geht's genauso, ne? Ich begann mich für ihn interessieren, seine Augenkontakt, indirekte Komplimente, alles sehr subtil. So, jetzt meinst du jetzt alle problematischen Kontakte aus deinem Leben entfernen? Jetzt gehst du wieder ein auf Lovebombing, ne? So, jetzt wird alles hier lang beschrieben, was ihr da an Körperkontakt, kein Körperkontakt, dies und das. Das lasse ich mal aus. So, ich war vom Gefühl überwältigt, fuhr aber trotzdem zu meinem Freund, also einen von diesen Dates, glaube ich, auf diese neue Beziehung, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja, weil du jetzt mit einem Dritten angebändelt hast, da. Mehr als Sex war nicht drin. Mein Mitbewohner hatte bereits einen Platz in meinen Gedanken erobert. Wohlgemerkt, er ist verlobt. Das ist alles. Wie soll da irgendwas raus werden? Gut, dann verstärken sich die Gefühle zwischen dir und deinem Mitbewohner. So, dann wart ihr aus mit einer Freundin. Eine Freundin war bei mir, ich stellte sie ihm vor. Er fand sie augenscheinlich sehr attraktiv, also der Mitbewohner, obwohl sie noch jünger war als ich. Ich kann das gar nicht weiterlesen, ey. So, also jetzt macht er deine Freundin auch noch an. Das ist wirklich nur, ich meine, das kann man alles machen, aber wenn man wirklich eine stabile Beziehung will, da kommst du nicht weiter, ne? Also, so, jetzt geht es wieder darum, ob er auf dich stand oder auf sie. Und gut, das kann ich, glaube ich, jetzt alles mal auslassen hier. So, ich mache es einfach mal weiter, ein bisschen, ein paar Wochen später. Ich beschloss, mich von ihm zu lösen und war aber noch nicht bereit, ihn loszulassen. Ich kündigte mein Zimmer und suchte mir einen Nachmieter. Zurück aus dem Urlaub erwartet mich eine Überraschung. Ich war in meiner Wohnung, um mit meinem Nachmieter die Schlüssel zu übergeben. Mein Mitbewohner kam zu uns. Er habe mich so vermisst. Ja, das wirst du wieder rangeholt. Ja. So, es geht darum, ob ihr ein Date habt. Der ist immer noch verlobt. Meine Güte. So, wie, jetzt geht es darum, ob ihr eine Beziehung haben könnt. Ja, das ist okay. Gut, dann, also ihr holt euch jetzt beide so Bestätigungen ein, aber das bringt euch nicht weiter, ne? So. Er hielt mich fest in seinem Arm. Schon eine Woche später sahen wir uns wieder. Er lud mich zu einem Festival ein. Ich dachte nun, das sei jetzt das erste richtige Date. Er hat sich also wirklich für eine Beziehung mit mir entschieden. Er ist verlobt! Er ist verlobt! Allerdings lud er auch noch Freunde für sich ein. So wie meinen Nachmieter. Oh, it's a fucking mess, really. ihr spielt einfach alle miteinander hier, so, ne? Es war ein schöner Tag, allerdings war ich sehr erschöpft, weil ich in der Nacht vorher noch einen anderen Typen getroffen hatte, den ich ganz zu. Ach, ich kann ja gar nicht weiterlesen. Das ist nur Chaos. Also, ich lese es mal gar nicht weiter. So, also was ich jetzt wirklich, ich finde diese Mail wirklich gut und ich bin auch froh, dass du geschrieben hast. Also wirklich danke dafür. Was jetzt wirklich gut zeigt, ist, also man wundert sich immer, wie schräg sich andere Menschen benehmen, aber so, dass man sich selber auch irgendwie sein Ego völlig an die Front lässt und dominieren lässt und selber irgendwie Chaos lebt und das also alles mit inszeniert, das sieht man häufig nicht. Das ist, wird in dieser Mail ziemlich deutlich und da kommt man auch nicht weiter mit, wer jetzt hier irgendwo ein Narzisst ist oder nicht Narzisst ist, weil man das selber mit kreiert hat irgendwie, ne? Spielt gar keine Rolle dann. Das ist wie, wenn jemand einen Kaktus umarmst und sagt, warum tut dieser Kaktus so weh? Ja, weil du ihn umarmst. Irgendwie, ne? So. Gut. Ich guck mal nochmal ans Ende der Mail. Das ist jetzt. Gut. So,
Jetzt kommen deine Fragen noch. War ich ein Ersatz für seine Verlobte? Ja, ich glaube, man will. Es ist einfach, er braucht einfach jemand, der ganz viel Bestätigung sucht, wie du auch. Was denkst du zu dem Ganzen? Ja, ist gegenseitige Spielerei und könnt ihr machen, aber da muss jetzt wirklich keiner über Beziehungen reden. Also ihr macht alle irgendwo das Gleiche miteinander und ja, kann man machen, aber dann darf man sich nicht wundern, wenn nichts anderes passiert, ne? Zum einen um sein Verhalten, habe ich glaube ich gesagt. Ich habe seinen Kontakt inzwischen gelöscht, damit ich ihn nicht mehr kontaktieren kann. Das ist glaube ich besser. Wie kann ich mit ihm abschließen? Mach die Arbeit, mach die Kurse. Also, das ist, ich glaube, wenn du das selber mal nochmal in Ruhe durchliest, dann siehst du, wo dein Attraktionspunkt hier ist. Also auch, wie du sozusagen solche Männer anziehst, die du eigentlich gar nicht anziehen willst. Und das ist doch spannend irgendwie, ne? Also super spannend. Nimm es einfach so als Feedback und ärgere dich auch nicht über dich selbst. So, also es ist wirklich am besten mal so eine Haltung halt, ach, spannend, was ich so alles mache, spannend, was mein Ego so macht. Dann kommt ihr eurem Ego auf die Schliche und das Ego muss auch nicht weg sein. Ihr dürft euer Ego lieben, weil es wird euch schützen, aber trotzdem muss man verstehen, was es macht und überlegen, ob man es vielleicht nicht doch ein bisschen weniger ansteuern lassen will. So. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.